Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. Ich habe das Spiel endlich auf Englisch gestellt. Und wir spielen heute mal einen anderen Charakter als die kleine Dizzy, obwohl der Dizzy natürlich immer noch cool ist. Warte. Wo ist er denn? Da. So, aber heute spielen wir, ich glaube, den Seagull. Die Möwe. Ne, die. Heißt Seagull Möwe? Ich glaube schon. Denn der hat eine Harpune von 3 Leben und. Das fand ich ganz cool. Wenn ein Gegner irgendwie markiert ist oder so, dann explodieren die? Keine Ahnung. Klang auf jeden Fall ganz nett. Ansonsten klangen die anderen eigentlich auch ganz cool, die wir hier alle so hatten. Jetzt verstehe ich auch, was der Platypus hier macht. Platypus heißt das auf Englisch. Ein Schnabeltier. Egal, ja, wir spielen heute die Seemöwe hier. Seagull, ja, Seemöwe. Das klingt bestimmt gut. Klingt auch ganz, ganz süß. Hat auf jeden Fall eine Harpune. Ich kann mir vorstellen, dass die Harpune ein bisschen langsamer ist mit dem Angreifen. Aber, oh, okay, die Harpune zieht auf jeden Fall die Gegner auch ran. Das wird wahrscheinlich ein bisschen blöd sein, aber wir können relativ schnell schießen mit der Harpune. Aber nur, wenn wir treffen. Ich sehe das gerade. Hier, die fliegt so weit, bis sie irgendwas trifft. Okay, verstanden. Und wenn man dann etwas getroffen hat, dann kommt sie wieder und dann kann man halt dann wieder schießen, sobald sie wieder zurückkommt. Oder sobald man einmal getroffen hat, dann kann man die ganze Zeit schießen. Das finde ich witzig. Und man zieht damit halt die Gegner so ein bisschen ran. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum übrigens die Harpune so ein bisschen nach links und rechts wobbelt. Kann sein, dass das mein Auto-Aim so ein bisschen ist, weil ich spiele ja mit dem Controller. Du verlierst 2 Coins jedes Mal, wenn du getroffen wirst, ist okay. Und beim Controller ist das, glaube ich, grundeingestellt, dass da ein bisschen Auto-Aim drin ist. Ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Ich habe es, glaube ich, auf Tower auf 30% oder so. Und ich glaube, deswegen ist die Harpune jetzt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, du gehst so ein bisschen um die Ecken. Ich glaube, deswegen ist das. Wir haben übrigens gerade 2 Leben verloren. Also es kann sehr gut sein, dass wir hier gleich einfach richtig schnell sterben. Was auch mal richtig geil wäre, wären ein paar Leben, Leute. Oh, ich soll mir jetzt auch antrainieren, dass ich endlich mal diese blöden Geheimräume entdecke. Weil letztes Mal... Ah, hier war ein Frosch. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Harpune nicht weitergeht. Letztes Mal hatte ich mal wieder ein... Wieso hat er eine Bombe? Ach, der ist gemarkt. Ah, okay, jetzt raff ich es auch, Leute. Letztes Mal... hatte ich einen Geheimraum entdeckt und die sogar aufgemacht. Das heißt, ich habe dagegen geschossen. Der Geheimraum war so zwischen 2 Türen. Also hier war eine Tür und hier war eine Tür. Und in der Mitte war der Geheimraum. Und was mache ich? Ich gehe einfach in die rechte Tür rein. So richtig dämlich. Ich habe sogar eine Errungenschaft bekommen, weil ich den Geheimraum entdeckt hatte. Aber nope, ich gehe da trotzdem nicht rein. Richtig dämlich, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie er aussieht und so. Ich hoffe, ich werde das diesmal entdecken, wenn da einer ist. 50-50 Chance, dass du ein Artefakt findest. Oder halt nur ein HP. Wir haben ein HP dazu bekommen. Ist doch auch ganz nett. Okay, also in dieser Kiste ist immer zufällig, was man bekommt. Da oben ist ein markierter Gegner. Lass den töten. Der explodiert dann und tötet alle anderen. Hau, haha. Ihr Nubos. Ich mach euch alle platt mit meinem coolen Zeug hier. So, aua. Ja, was war sonst? Hier, die D3 war ja gerade. Ist jetzt, glaube ich, vorbei. Ab heute. Was? Was? Ja, ich habe da jetzt nicht so viel geguckt, muss ich sagen. Habt ihr viele Sachen geguckt bei der E3? Also das Einzige, was ich geguckt habe, war so ein bisschen Microsoft. Die haben ja irgendwie ihre Scarlett oder wie die heißt da vorgestellt. Bin mir immer noch nicht sicher, ist das jetzt eine neue Konsole oder ist das nur ein Dienst von denen? Oder was genau haben die da vorgestellt? Das habe ich gar nicht so richtig gerafft. Und ich habe bei der PK auch nur ganz am Ende reingeguckt. Also ich habe da wirklich eigentlich gar nichts mitbekommen. Interessant fand ich aber Nintendo. Nintendo gucke ich natürlich immer. Ich finde ein bisschen schade, dass sie da den Mario Maker, den ich ja auch richtig toll finde und mir auch schon vorbestellt habe, sodass ich den gleich spielen kann, sobald er rauskommt. Sind ja auch nur noch, glaube ich, zwei Wochen. Ja, 2 Wochen sind das, glaube ich, noch. Da freue ich mich mega drauf. Das haben sie aber leider so abgehandelt, dass sie das in den Schnelldurchlauf bei Nintendo einfach gezeigt hatten. Die machen ja immer so einen Schnelldurchlauf mit den ganzen Indie-Titeln und sowas, die in nächster Zeit kommen. Und da war diesmal auch leider Mario Maker 2 bei. Das heißt, sie haben nicht noch irgendwas Tolles für Mario Maker gedroppt oder so. Fand ich ein bisschen schade. Aber kann ich mit leben. Dafür habe ich mir dann aber noch die Treehouse zum Beispiel angeguckt. Im Treehouse von Nintendo, da spielen immer so Spieler an und dann können die Amerikaner da die Entwickler Sachen fragen. Takes away your activity. Ach stimmt, wir haben noch eine Fähigkeit hier. Wir können so geil ausweichen. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Genau, da fragen die dann immer Fragen und so und zeigen ein paar Level und so ein Scheiß. Also quasi so ein angespielt ist das bei denen. Und da habe ich dann mal reingeguckt, ging so eine halbe Stunde. Und ich muss sagen, sogar der Story-Modus bei Mario Maker 2 sieht sehr witzig aus. Ich glaube, ich sterbe gegen diesen Boss. Wenn ihr mich fragt. Ich glaube, wir sind jetzt sogar stärker als mit der Piranha-Pflanze. Die Kim meinte neulich, oder im letzten Part, glaube ich,
dass die Piranha-Pflanze ein bisschen zu OP sei für den Start. Aber diese Waffe, die ich jetzt habe, die ist doch auch voll krass. Ich meine, guck doch mal, wie schnell ich damit angreifen kann. Also ist jetzt nicht so ein krassen Unterschied zwischen der hier, der Waffe und der Piranha-Waffe, wenn ich ehrlich bin. Nein! Oh, als ob er mich trifft! So ein blöd, Mann. Toll! Also mit der Piranha-Pflanze hätte ich das hier locker geschafft. Nächster Try. Naja, aber was sollen sie da noch groß zeigen, ne, für Mario Maker? Aber ja, dieser Story-Modus, aber in dem ja irgendwie 100 Level von Nintendo selbst kreiert auch noch gemacht worden sind, da sahen auf jeden Fall die paar Level, die sie da gezeigt hatten, sehr, sehr interessant aus, auch wieder sehr, wie sagt man, kreativ. Aber das ist Nintendo ja sowieso mega gut. Kreative Arbeiten bei ihrem Level-Design etc. Mega. Mega. Also die nutzen da irgendwelche Spielelemente, die man so gar nicht erwartet hätte und bringen das einfach in neue Level rein. Sogar so Spielelemente, die man bei Mario Maker 1 auch noch nicht so kannte. Das finde ich mega cool. So, ihr Punkt, Speed is reduced, ist okay. No coin or key drops. Ist ein bisschen scheiße, aber kann ich auch mit leben. Ich finde bei diesem Spiel übrigens immer noch sehr schade, dass man eigentlich gar keine neuen Waffen braucht. Also, ich bin eigentlich immer so zufrieden mit den Waffen, die ich habe. Und diese Explosion mir eigentlich weh, wenn ich mich da selber treffe. Ich bin auf jeden Fall immer sehr zufrieden mit den Waffen, die ich hier habe. Und dann weiß ich immer nicht, ob ich überhaupt eine neue Waffe kaufen sollte. Weil es kann ja immer sein, dass die neuen Waffen dann schlechter sind und dann gebe ich dafür Geld aus und das Geld ist irgendwie auch super unnötig in diesem Spiel. Da habe ich irgendwie noch so einen Kritikpunkt bei diesem Spiel. Ich weiß noch nicht, ob der Shop wirklich was bringt oder ob der Shop wirklich nur... Für mich ist er nur so ein bisschen Alibi-mäßig. Und der Tidus will 10 Euro für seine Yu-Gi-Oh! Karte haben. Jo, ist klar. Ist klar, Tidus. Ich gebe dir doch keine 10 Euro, du solltest eine andere Karte mit mir handeln. Aber hier, nimm. Gib mir was Tolles, bitte. Wir kriegen. If you have bla bla. Okay. Chance to get more loot. Finde ich gut. Wollen wir uns eine random Waffe kaufen? Random Waffe! Was haben wir bekommen? Irgend so ein Laserstrahl, oder? Kann den nicht benutzen. Ich hoffe, er geht gleich, wenn wir im richtigen Level hier sind. Sonst wäre das richtig blöd. Okay. Okay, die One-Hitte zumindest. Dann ist sie bestimmt stärker. Oh. Hat die sogar Piercing-Shots? Dass man damit durch Gegner durchschießen kann? Wirkt ein bisschen auf mich so. Ey, mega gut. Okay, ich nehme alles zurück, was ich eben über den Shop gesagt habe. Finde ich mega geil. Hier lebt doch irgendwas. Irgendein Frosch wahrscheinlich. Hallöchen. Lohnt anscheinend doch, ab und zu mal in den Shop Sachen auszugeben. Wo lebt denn hier noch was? Da, sag ich doch, ein Frosch. Immer diese Frösche hier überall. Wollen wir gleich zum Boss gehen? Ja, komm. Jetzt speedrunnen wir hier ein bisschen durch. Ich finde immer noch nach wie vor schade, dass anscheinend die Bosse immer wieder gleich sind. Oh, Alter, die ist richtig stark, die Waffe. Yo, die merken wir uns. Wenn wir die irgendwann nochmal sehen, ich glaube, die würde ich nochmal kaufen. Die finde ich mega gut. Ein Herzchen. Ja, mega schade, dass auch die Bosse immer dieselben sind und so. Ich habe so ein paar Kritikpunkte mit diesem Spiel. Ich wurde auch neulich gefragt in den Kommentaren, da hat jemand überlegt, ob er lieber Blazing Peaks holt oder Enter the Gungeon. Und ich muss sagen, Enter the Gungeon, finde ich, bringt da mehr. Die kosten ja beide ungefähr gleich viel, die Spiele, glaube ich. Und Enter the Gungeon macht einfach, finde ich, vom Spielstil her mehr Spaß. Ich finde, ja, Grafikstil ist ja ungefähr gleich. Und Enter the Gungeon hat auch viel, viel mehr Content im Spiel. Also wenn ihr am Überlegen seid, ob ihr Blazing Beaks holt oder Enter the Gungeon, ich würde auf jeden Fall Enter the Gungeon nehmen. So, Reload Speed hier mitnehmen. Ability to freeze all active enemies for 3 Sekunden. Nehmen wir mit, weil ich das andere Ding sowieso nie mitnehme. When enemy dies, not from your shot, minus 3 Coins. Ach so, wenn die jetzt in irgendeine Falle laufen oder was? Nee, dann finde ich das blöd. Dann will ich das Artefakt nicht. Geil, zweite Ebene mit diesem Charakter. Ich war noch nie mit diesem Charakter in der zweiten Ebene. Hier, friert alle ein. Voll OP. Wie lange? Für 5 Sekunden oder so? Oh, ist vor allem auch mega gut für diese Gegner, die explodieren. Die zu einem hingehen und dann explodieren. Na komm mal, wir gehen jetzt hier wirklich mal ein bisschen schneller durch. Hab ich schon gefragt, was ihr so bei der E3 geguckt habt? Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr da irgendwas toll fandet. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel angeguckt. Wenn E3 ist, dann interessiert mich immer, also ich gucke meine ganzen E3-Sachen bei Rocket Beans TV und da interessiert mich tatsächlich eher weniger diese ganze E3-Kram, den die da so sagen, sondern vielmehr, was sie in L.A. machen und so. Das finde ich irgendwie interessanter. Auch bei der Gamescom finde ich es immer interessanter, wenn die über die Messe halt einfach nur rüberlaufen und da Zeug zeigen. Ja, ist ja alles gut, von daher kann man das alles mitnehmen. Wollen wir unsere Waffe verkaufen? Golden Gun.
Da steht halt nicht, ob es besser ist als unsere jetzige Waffe, gell? Damage 6 von 1? Raff ich auch nicht, Leute. Soll ich die einfach mal mitnehmen? Eigentlich mag ich die Waffe, die wir jetzt haben. Ach komm. Neue Waffe, ahoi! Wir probieren mal ein paar Waffen aus. Passt schon. Ja, lieber so hinter den Kulissen Zeug als wirklich die PKs. Außer von Nintendo, aber das ist ja auch keine richtige PK, sondern wieder nur so eine Nintendo Direct gewesen, wie man das von Nintendo halt so kennt. Finde ich aber auch sympathisch. Da war ja jetzt auch Cadence irgendwas, was so ein bisschen wie Crypt of the Necrodancer ist rausgekommen, ne? Ist allerdings ein bisschen zu teuer, finde ich, und ich mag den Grafikstil nicht so gerne. Hast du fast eine Chance to break a key on trying to use it? Well, okay, warum nicht? Every time you pick up a heart, you lose 3 coins. Ist okay. Wir haben sowieso keine Schlüssel, alles cool. So. Ja, von daher, das würde ich mir nicht kaufen. Vor allem, dazu kann man, glaube ich, auch richtig schlecht nur ein Let's Play zu machen. Ein Schlüssel! Deswegen, nix für mich. Ich hab ja früher schon mal probiert, irgendwie Crypt of the Necrodancer aufzunehmen, aber keine Chance, Leute. Das ist halt so ein Musikspiel, wo du im Rhythmus dich bewegen musst und dann noch überlegen musst, wie du agieren sollst und bla bla bla. Kann ich wirklich gar nicht. Dazu noch kommentieren, das ist übel schwer. Ist nichts für mich, ist ein cooles Spiel für Singleplayer. Aber dann brauche ich das nicht noch in diesen Zelda-Gewand. Nö, das kaufe ich mir auf jeden Fall nicht. Nur mal so. Ja, die anderen PKs interessieren mich ja sowieso nicht, weil ich sowieso nicht so der PlayStation- oder Xbox-Spieler bin. Juckt mich da auch alles nicht, was sie so gezeigt haben. Es sei denn, das kommt auch für den PC raus, dann ist das schon ein bisschen interessanter für mich. Aber ansonsten nicht so viel cooles Stuff bei der E3 dabei gewesen, was ich irgendwie richtig toll fand. Was haben wir hier? Drop coins explode on disappearing. Das ist natürlich ein bisschen assig. Nehmen wir mal mit, dann müssen wir halt schnell die ganzen Coins mitnehmen, sonst explodieren sie. Ja, ein bisschen blöd. Ach ja. Was sonst? Ich habe meine PS3 wieder heil gemacht. Ich weiß nicht, also ich habe eigentlich gar nichts gemacht, aber sie geht plötzlich wieder. Ich habe euch ja neulich erzählt, dass meine PS3, die hatte irgendwie so ein Problem mit dem Sound oder so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt meine PS3 war oder ob es mein Fernseher war oder so. Ich habe auf jeden Fall gar nichts verändert und jetzt ging sie plötzlich wieder. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, dass ich meine PS3 an meine Elgato angeschlossen habe, an meinem PC, um zu prüfen, ob das vielleicht darüber geht. Stellt sich heraus, nö, du kannst die PS3 nicht mehr aufnehmen. Nicht mal, wenn ich wollen würde über die Elgato, also über die Capture Card, die ich in meinem PC drin habe, könnte ich das aufnehmen. Weil anscheinend die PS3... da ist schon bla bla. Wollen wir es mitnehmen? Ja, komm. Weil die Elgato kann anscheinend nur aufnehmen, wenn das Signal unverschlüsselt an den PC weiter oder an die Elgato weitergeleitet wird. Wusste ich auch nicht und anscheinend verschlüsselt die PlayStation 3 einfach ihr Signal. Und ja, ich habe doch eine PlayStation 3 und ich bin sehr zufrieden damit. Und ich bin richtig happy, dass ich jetzt endlich wieder SingStar spielen kann. SingStar ist, glaube ich, mein aller Lieblingsspiel. Ich habe hier gerade richtig Angst, Leute. Wir brauchen dieses eine Herz da ganz dringend. Ja, SingStar ist mein absolutes Lieblingsspiel für die PlayStation 3. Neben God of War 3 und ja, ich glaube, das war schon. Und Rockband für die PlayStation. Oh, ein Genuss, Leute. Da ein bisschen Schlagzeug spielen und so, was einfach mega krass kaputt geht, weil der Knopf da oder die Bassdrum, das Fußpedal einfach mega kacke ist. Nee. Mega gut. Ja, die PS3, Leute. So, bei dem habt ihr mir auch einen Tipp gegeben. Ups, toll. Bringt ja richtig viel. Und zwar soll man anscheinend immer in der Mitte stehen und nach dem zweiten oder dritten Mal, wo er gegen eine Wand knallt. Okay, den kann man nicht einfrieren, das wusste ich nicht. Ja, GG, das war ja nicht schlecht. Gut, dann glaube ich, war's das mit dieser Folge. War jetzt nicht so eine lange Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.